Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und wir sind wie noch einmal, hoffentlich das letzte Mal, in der Dimension. Und am Anfang sei aber direkt dazu gesagt, das ist der Developer-Build. Und nichts, was ich jetzt hier mache, kann man vergleichen mit dem richtigen Spiel. Also es ist wirklich nur ein Projekt. Es ist ein Projekt, das zur Unterhaltung dient. Also morgen geht's wieder ganz normal weiter im normalen Account. Wie gesagt, nehmt das nicht zu ernst. Das ist alles hier Developer-Build. Und deswegen bringt mir das fürs normale Spiel, bringt mir das da nichts. Aber wir müssen noch gucken. Ich habe nämlich gehört, dass es noch den ultimativen Endgegner gibt. Und den müssen wir noch besiegen. Die Sache ist, wir brauchen erstmal Truppen. Ich habe zwar jetzt einen Maxed 13er Account, aber wir brauchen noch Trypskis und wir nehmen ruhig mal ein paar davon mit und ein paar Yeti mit. Nehmen wir mal einige mit. Nehmen wir mal einige Yeti mit. Was nehmen wir dazu mit? Zwei Magier, zwei davon Zauber. Ich habe ja einen Mauervernichter, dann brauchen wir, glaube ich. Wir nehmen einen Klon mit. Wir nehmen mal einen Klon mit. So viel Zeit muss sein, damit haben wir mal ein bisschen Spaß. Oh, ich habe sogar noch. Leute, ich habe noch drei Wut. Oh, okay, wir haben noch drei Wut. So, Belagerungsmaschinen, bild ich auch mal was aus. So, Armee, Trypskis haben wir ready. Sind wir denn bereit? Clan-Truppen habe ich nicht. Ist aber egal, wir müssen es jetzt probieren. Wir stellen uns jetzt dem ultimativen Endgegner. Denkt dran, Developer-Build, nicht vergleichbar mit dem richtigen Spiel. Das, was man hier machen kann, das geht teilweise im richtigen Spiel nicht. Das sei dazu gesagt. Bis gleich. Okay. Wir haben ihn erreicht, den ultimativen Endgegner. Denkt dran, es ist der Developer-Build. Deswegen sind hier manchmal mehr Gebäude als im richtigen Spiel. So. Wir müssen es probieren. Ich weiß noch nicht genau wie. Single Infernos, Adler Death. Zum Beispiel jetzt natürlich die Goldlager. Es sind mehr als im richtigen Spiel. Weil es ein spezieller Level ist, den ich jetzt geladen habe oder beziehungsweise erstellt habe hierfür. Deswegen. Naja, es ist im Endeffekt blöd, wenn ich es jetzt erkläre, weil dann das RPG weg ist. Aber okay, wir probieren das jetzt mal. Zwei Adler-Devs! Nein! Zweimal! Es darf nicht sein! Es darf nicht sein! Oh, wir müssen einmal freezeln schon mal. Ich setze schon mal die dahin. Es wird eng! So. Ein Wutzauber, zwei Wutzauber. Okay, Ich musste gerade mal einmal den Warden schon mal zünden. Es war schon mal kurz vor knapp. So. Da nochmal ein Wutzauber drauf. Das ist die Clanburg da hinten. Okay, wir müssen gucken. Okay, die Jedi sind schon mal ganz gut angeschlagen davon. Oh, die Bombentürme sind weg. 39%. Es sieht noch ganz gut aus. Komm, hol dir. Ich werde mal ein bisschen rauszoomen, damit wir das noch sehen. Unten ist schon der Royal Champion. Da sind auch noch ein paar Yeti unterwegs. Wir können gar nicht alles im Überblick behalten. Es sind so viele Sachen, die jetzt hier gleichzeitig passieren. Aber es wird schon klappen. So. Wir kriegen unseren Account wieder, Matthias. Wo bist du? Ja, Matthias ist nicht da. Matthias hat sich verpieselt. So, da ist noch die Königin. Da werde ich jetzt allerdings das noch nicht draufschlagen. Wir haben im Mauervernichter ja auch nichts drin. So. Es sieht schon mal ganz gut aus. Der Endgegner scheint gleich besiegt zu sein. Bitte. Lass ihn besiegen. So, ist da was in der Clanburg? Ich vermute mal, dass da die Clanburg ist. Ich vermute es einfach mal. Da hüpfen sie alle. Meine kleinen Yeti-Freunde. Okay, es ist anscheinend nichts drin. Okay, wir können zünden. Oh Mann. Jetzt bin ich aber beruhigt. Jetzt bin ich sehr beruhigt, dass wir das geschafft haben. So, es ging auch gar nicht um den Loot oder sowas. Wir mussten es noch schaffen und wir haben es. 100%. Ja, da war schon der zweite Stern mit 100%, obwohl ich die 100% noch gar nicht hatte. Yes, so. Wir haben es geschafft. Es ist vollbracht. Und wir kommen jetzt wieder in die normale Dimension. Ha. Müsste ich nicht eigentlich in der normalen Dimension wieder ankommen? Leute, hallo, habt ihr mich vergessen? Hallo? Och nein. Das war gar nicht der Endgegner, oder was? Ich muss nochmal einen besiegen. Oh. Okay, jetzt wird's ein bisschen lustig, da wir jetzt wahrscheinlich ja nochmal jemanden besiegen müssen. Dann muss ich nochmal ein paar Trypskis ausbilden. Wir probieren's nochmal. Kurzer Cut. Bis gleich.
Okay, es ist soweit. Die Base wurde noch einmal verstärkt. Habe ich das Gefühl, okay, oh, Maxed. Maxed Adlerdev. Maxed Adlerdev. Okay, das wird auf jeden Fall lustig. Ich habe ja ein paar Truppen ausgebildet. Fünfmal Eisgolem. Warte mal. Wir haben jetzt die Belagerungskaserne. Ich habe da auch was drin. Und zwar habe ich da einen Elektrodrachen drin und eine Valkyrie. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Warte mal. Die kommt nach da. 5, so. Hexen hinterher. Ich habe ja die Single Infernos gesehen. Ja, wird lustig. Das wird definitiv lustig. Unser letzter, hoffentlich unser letzter Angriff. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, unser letzter Angriff. So, zweimal schon mal gefreezed. Da ist ja noch, da ist natürlich auch noch viel an Verteidigung. Da ist natürlich auch noch viel in Verteidigung. Okay, den habe ich ziemlich offensiv gesetzt, gerade den Zauber. Wir freezen einfach mal da vorne. Werden jetzt schon mal den Warden, ja, habe ich schon mal gezündet. Ich habe auch noch eine einzige Bogie, die kommt da oben hin. So, König schon mal gezündet. Boah, aber ich habe gar nicht mehr so viele Truppen, ne? Oh, da unten ist noch ein Inferno-Turm. Der muss natürlich mal eben noch gefreezed werden. So, brauchen wir irgendwo noch... Ne, die Queen ist nicht da. Brauchen wir irgendwo noch den Giftzauber? Nein. Nein. Bitte. Komm, lass das reichen. Lass das bitte reichen. So, komm, wo ist sie? Mit ihrem Schild hat sie da gerade schon mal einiges durcheinander geworfen, beziehungsweise mit ihrer Spezialfähigkeit. So. Königin gezündet. Oh, das Rathaus lebt ja auch noch. Das habe ich ganz vergessen. Rathaus 13. Okay, es wird nochmal lustig. Aber die Königin ist noch halbwegs gut dabei. Oben ist auch noch was. Okay, es wird wohl reichen. Es wird wohl reichen. Auch wenn jetzt gleich unsere Gladiatorin down ist, wenn gleich unsere Königin down ist. Ja, das wird zumindest erstmal nicht reichen fürs Rathaus. Es sind noch einige Truppen da. Oh. Komm. Lauf doch bitte. Noch ein bisschen weiter. Oh, jetzt werden sie noch ordentlich unter Beschuss genommen, aber es reicht. Es sollte reichen. Es sollte reichen, bitte. Bitte. Gib mir noch. Oh, nochmal Explosion. Und wir haben es geschafft. Yes. Wir haben es geschafft. Der Endgegner ist besiegt. Und jetzt bitte. Bitte, lass mich zurück in meinen Account. So, ich bin endlich wieder da. Endlich bin ich wieder in meinem richtigen Account, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir da irgendwas geklaut wird. Wir haben aber noch CWL, das möchte ich auf jeden Fall gerade noch eben nutzen, damit wir das mal eben noch auf die Kette bekommen, unseren Gegenüber anzugreifen. Ich war im letzten CW nicht dabei. So, könnten wir eigentlich, sollen wir tatsächlich hier mal den... Die Belagerungskaserne benutzen. Ich glaube, das könnte funktionieren. So, Belagerungskaserne habe ich noch. Wir werden einen Wut austauschen mit einem Sprung. Das könnte... Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Keine Ahnung. Wir werden es im Moment. Ich hatte eben noch zwei Magier ausgebildet, aber hat er nicht übernommen. Single Infernos. Deswegen habe ich mal 8 Hexen mitgenommen. Und dann werden wir mal sehen, ob das funktioniert. Das werden wir sehen jetzt. Oh, endlich wieder zurück. Denkt nochmal dran, nochmal ganz eindeutig der Hinweis. Es war ein Developer-Build, ein Developer-Account. Deswegen, das, was da war, geht teilweise im normalen Spiel nicht. Und das sollte man auch... Es war halt einfach nur zu Unterhaltungszwecken. Normalerweise wird der Developer-Build ja benutzt, um halt Update-Sachen zu zeigen und sowas, ne? So. Wir müssen mal eben gucken. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir greifen jetzt an. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir greifen an. So, du kommst nach da. Und einer kommt nach da zusammen mit einer Hexe. Wir wollen natürlich noch mal ein bisschen aufräumen. Das ist der Sinn dieser Sache. Und dann kommt ein Sprung gleich nach... Moment. Noch nicht. Ah, ich habe Loons da drin, was? Warum habe ich Loons in der Clanburg? Oh, das war jetzt natürlich nicht so geil, dass ich da jetzt Loons drin habe. Ist okay. Ja. So, Riesen. Hexen. König, Königin. Ja. Alle Mon hinterher. Alle Mann hinterher, bitte. Ganz schnell. So, da werde ich auf jeden Fall jetzt schon mal einmal freezen. Jetzt sind sie... Hallo, bitte alle auf einem Fleck sein, danke. Das wäre gut. Wenn ihr alle auf einem Fleck wärt, das wäre schon mal sehr erfreulich. So, die ist auch gefreezed. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass wir da schon mal was aufräumen. Und
da schon mal was aufräumen. Und jetzt müssen wir da mal jemand was aufräumen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht verhaspele. Aber die meisten Inferno-Türme sind schon mal weg. Das ist schon mal gut. So, Rathaus ist auch schon mal weg. König ist natürlich wieder im Radius gewesen vom Inferno-Turm. Es ist der Klassiker. Es ist immer der Klassiker. Eine Milliarde Truppen auf dem Feld. Und wer ist immer im Radius von dem Inferno-Turm? Es ist immer der König. Immer. Es ist immer der König. Und deswegen werden wir jetzt hier leider auch keine 100% holen. Immer dieser König. Es ist immer eine einzige Truppe, die im Radius ist. Das ist immer der König. Es ist immer der König. Zumindest kriegen wir jetzt noch eben ein paar Prozente hin. Besser als nichts. 65%, ja, der Magier. Oh, der Magier, der wird noch viel. Der macht noch viel kaputt da oben. Das ist natürlich gut. Der Warden lebt noch. Der Warden kümmert sich jetzt auch noch um einige Sachen. Zumindest noch um den Magierturm, wenn es gut läuft. Oh, der Magier ist um. Nein, das kostet mich Prozente. Na, oh, der Magier hat überlebt. Der Magier hat überlebt. Okay, wir kriegen noch ein paar Prozente. Immerhin kriegen wir da oben noch ein paar Prozente hin. Wenn es gut läuft, kriegen wir da alle Gebäude noch, die da stehen. Wäre natürlich nicht schlecht. Ja, da sind noch zwei Bogis und noch ein Barbar. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Bitte lass da keine Falle oder sowas sein. Der Magier ist extrem angeschlagen. Oh, der holt uns echt noch ein paar Prozente. Ist nicht schlecht. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Wer weiß, wofür wir das am Ende noch brauchen können, die paar Prozente. Das wäre natürlich nicht schlecht. Komm. Hol uns noch ein bisschen was. Da ist ja auch noch die Mauer, wo sich gerade noch die anderen dran versuchen. Wir werden es sehen. So, mal gucken. Ja, schlag ruhig drauf ein. Drei Zuschauer. Die wollen noch sehen, was hier noch geht. 75%. Also zumindest den Bohrer noch. Den Bohrer und noch die Bauhütte, das sind die beiden Sachen, die wir auf jeden Fall noch brauchen. Die wir auf jeden Fall noch, eine Bauhütte. Die eine Bauhütte, die kriegen wir noch. Oh, den Rest kriegen wir leider nicht mehr, die eine Bauhütte. 10 Sekunden, 9 Sekunden, 8 Sekunden. Schade. 77% ist okay. Ist okay, zumal ja jetzt zum ersten Mal wieder unseren Account wieder haben. Nach dem Abenteuer. Nach dem Abenteuer in einer anderen Dimension. Dann kann das Clash of Clans Team jetzt auch ruhig am Update arbeiten. Habe ich denn Loons? Zwei Eisgolem-Rest Loons. Da waren doch Loons drin. Bin ich jetzt bekloppt? Bin ich doch bekloppt? Wer hat mir denn falsch gespendet, bitte? Moment. So. Wir gucken nach. Ein Eisgolem war drin. Alles klar. Ein Eisgolem war drin. Aber wie ich mal sagen, der Trypskis. Bilden wir noch ein paar. Oh, wir machen ruhig noch ein paar. So, davon ein paar. Eine Hexe. Eine davon. Ruhig noch ein paar mehr. Yetis. Yeti können nie schaden. Yeti sind gute Tiere. Die können nie schaden. 12 Stück. Und eine Hexe. Und noch zwei Lakaien. So. Läuft. Und dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein. Und wir holen zwar eben noch den Trainingstrank. Und dann guckt doch gerne in die Beschreibung. Abonniert den Kanal. Wollte ich gerade sagen. Oh, wir können was ausbauen. Können wir eine Mauer machen eben. Oder? Größere Saisonbank, Trainingstrank, bla bla bla. Mauerringe. Okay, wir haben genug Mauerringe. Aber ich möchte das gerne mal so noch eben machen. Eine Mauer. Zweite Mauer. Ist auch schon wieder relativ voll. Nicht gut. Riesenbombe kostet 4,2. Okay, machen wir Riesenbombe und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.